So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Silent Hill 4 The Room. Wieder mal, ta-da-da-da, starten wir in meinem Apartment. Und oh, hier ist ganz still diesmal. Die Fenster sind auch gar nicht mehr am Durchdrehen. Aber die Uhr. Ah, da ist noch was. Okay. Sonst sehe ich hier aber nichts. An der Kiste waren wir schon. Hier im Spion wird nichts sein. Wir gucken mal durch. Nein, da haben wir nichts. Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück mit leerem Apartment. Leeren Apartment. Mit leerem Inventory. Eigentlich wollte ich Eileen mal die Gerte abnehmen. Die nimmt mir auch immer einen Platz weg. Und eigentlich. Das ist doch Quatsch, wenn die hier mit einer Waffe rumläuft. Oh, wie gruselig sie gerade aussieht, oder? So, also zuerst dieses Medaillon. Das dürfen wir nicht vergessen. Wo ist es hier? Es ist ein verdächtig aussehendes Medaillon. Das nehmen wir mit. Medaillon, in das ein beunruhigendes Emblem eingraviert ist. Es hat einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Wahnsinn. So, dann stecken wir hier noch unsere Fackel an. Und. Oh, drei Stück haben wir hier gleich. Boah, jetzt übertreibt es mal nicht hier. Kommt der nächste. Ich glaube, Eileen war zu weit weg. Mann. Komm, Mädel, komm. So. Ist der Brunnen? Ich kann das rechte Bein sehen. Juhu, wir haben das rechte Bein der Holzpuppe. Sehr gut. Und wenn ich die Fackel jetzt weglege, ist die Flamme wieder weg. So, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch geradezu. Ja. Wie sieht das Inventar aus? Ah, hier können wir hier den Arm direkt nehmen. Bein war das ja. Können wir mal direkt ablegen. Dann haben wir nämlich noch einen Inventory-Platz frei. So, zack. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dem Medaillon machen muss. Wird langsam immer blinder hier. Je weiter wir ins Spiel voranschreiten, umso weniger oft kenne ich die Stellen natürlich. Komm schon, Eileen, trödel nicht rum. Ich weiß, du hast es nicht leicht, aber da müssen wir jetzt durch. So, hier scheint es ja wieder ruhig zu sein. Ich sehe hier jetzt nichts. Oh, oh, oh. Dich machen wir mal fertig. Hör doch auf damit. Blödes Vieh. Verschämt, ey. Steht so ein Typ mit einer Axt nebendran. Was macht er? Vergreift sich an unserer schwachen Eileen. Unglaublich. Und jetzt gibt's hier noch nicht mal was. Ich will hier mal rüber jetzt. Mensch. Aber nichts, ich kann hier nichts entdecken. Dann die nächste Tür. Ah, Mist, da ist natürlich jetzt der Brunnen und ich habe keine Fackel mehr. Oh, hier ist nichts. Hm? Hier wieder diese merkwürdige Falle. Babam. Auch kein Stein zum Lesen oder sowas. Gar nichts. Zumindest kann ich jetzt nichts entdecken. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Nee, hier ist, glaub, ah, hier oben. Guckt euch das mal an. Auf dem Kopf. Sieht aus wie ein Kind. Meine Güte. Okay. Dann müssen wir jetzt also hier durch.
Walter ist wieder da, wie es ausschaut. Oh nein, es ist Jasper. Jetzt haben wir natürlich kein Schwert mitgenommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tragisch. Boah, wie er aussieht, wa? Okay, wir haben es jetzt also. Oh, der Style von dem Video ist obergeil. Wie er da so rumschwebt. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er kommt. Weg, 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 weg. Da haben wir Feuer für unsere Fackel. Boah, du bist aber sau schnell, du. Hinter den Regalen steht nix, hier liegt was. Das nehmen wir noch mit. Ein Heiligenmedaillon, okay, davon haben wir ja noch nicht genug. Hier sehe ich auch nichts. Eileen ist auch da. Dann gehen wir erstmal weiter. Wir brauchen ja noch zwei Teile. So. Zap, zap. Oh Mann. Klapp. Boah. Ist das Stuka oder was? Sturzkampfbomber. So. Da können wir was lesen. Komm mal her, Mädel. Komm mal hierher. Okay, sie. Oh, ach du Scheiße. Hau ab, du Blöder. Mist, warum haben wir denn jetzt kein Schwert dabei? Das ist doch jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich meine, der ist jetzt keine große Bedrohung, aber ich glaube, Aileen liest nicht, solange wir hier einen Gegner in der Nähe haben. Ach, jetzt sind wir ja hier. Ja, und da kommen ja schon wieder welche. Da ist ein Heildrink. Den wollen wir mitnehmen. Oh, wie viele Drinks wir jetzt hier finden, ist ja unglaublich. So, da haben wir den Resident Evil Zombie. Keine Chance gegen unsere geschickten Ausweichmanöver. Ah, hier der Wurm wieder bei der Arbeit. Frisst ein Loch. Wir gehen hier jetzt ganz schnell hoch. Komm schon, jawohl. So. Ist doch bestimmt auch wieder ein Jasper-Raum. Diesmal nehmen wir aber die Fackel mit. So. Ist eigentlich leer hier. Wenn ich das richtig deute, keine Gegner, aber auch keine Gegenstände. Ein jaulender Wolfshund in der Nähe. Ah, hier sind. Okay, erstmal hier hin. So, wir haben das Ding sauber. In die Eier getreten. Eieiei, wie gemein. So, war das jetzt nur eine? Eine Kerze finden wir auch noch. Da können wir ja vielleicht doch noch mal langsam anfangen, unser Apartment zu säubern. Jetzt haben wir hier schon die Nummer 4. Na, ich glaube, hier ist nichts. Noch ein Drink. Sauber. Und da war noch ein Stein, wenn ich das richtig gesehen habe, wo Eileen was lesen kann. Und hier auch noch. Komm mal hierher. Komm. Here goes. October 6th. Tomorrow is book study in the chapel. If I can't read well, I'll wind up like John. I'm really scared. Okay, John ist wahrscheinlich im Gefängnis gelandet. Here goes. October 5th. I got hit again. I didn't do anything wrong. I wish he was dead. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Gefängniswärter.
Here goes. October 4th. My cheek hurts. I hate him. Das ist dann, glaube ich, auch der Grund, warum er mit zum Opfer wurde, weil er die Kinder gequält hat. Oh, hier sind ja gleich 3 Stück. Nee, komm mal mit, Eileen. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Sehr gut, hat ja super geklappt hier. Jetzt müssen wir hier nochmal durch. Hier sind ein paar Geister. Ist ja kein Problem. Komm, Eileen. Komm schon. Eileen, komm schon. So. Ach, hier müssen wir auch noch durch. Komm, oh mein Gott. Lauf, Mädchen, lauf. Jawohl, sehr gut. So. Und hier war doch noch ein Brunnen, oder? Nicht noch ein Brunnen. Nein, hier war nur das Auto. Uah. So, sie ist auch wieder da. Dann gehen wir halt hier auch nochmal durch. Und dann müsste das ja im nächsten Raum gewesen sein. Komm schon. Aber jetzt aber. Jawohl, geht doch. So, und hier haben wir doch jetzt einen Brunnen, oder? Komm schon. Wo war er? Da war er. So, wir haben alle Teile, aber leider nicht alle Texte gelesen, weil ich. Wollen wir Jasper niedermachen, um die Texte. Oh, da ist eine Kerze. Um die Texte zu lesen? Nein, ich kann wieder nicht mehr tragen. Ach Mann. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Wollen wir die Texte lesen gehen? Wir haben ja eigentlich auch ein Schwert. Eigentlich müsste. Oh Mann. Müsste das ja klappen. Aber das schaffe ich dann nicht mehr in dem Part. Das wäre dann im nächsten Part. Würde mich ja schon nochmal interessieren, die 2 Texte da zu lesen. Also, wir legen hier zuerst einmal das an. Und das. Puppe scheint zu leben und begeht Suizid. Ah, tragisch. Ja, jetzt könnten wir da halt runtergehen. Jetzt wäre es natürlich interessant, was ihr machen würdet. Ich glaube, ich hole mir tatsächlich noch das Schwert. Wir nageln Jasper fest. Ah, das machen wir. Mal her. Treibst du dich denn schon wieder rum? Ja, das machen wir. Und lesen die 2 Texte noch. Ich hoffe, wir verlieren da nicht so viel Energie. Diesmal werde ich es nur mit einem heiligen Medaillon probieren. Ohne Kerze. Das müsste bei Jasper ausreichen, hoffe ich. Ja. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Da sind wir wieder im Apartment. Muss den Part auch gleich beenden. Ich glaube, ich schaff's nicht mal mehr zum Speicherbuch. Was war das? Ja, ich muss es erstmal beenden. Was war denn das? Ja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye. Euer Langster.